Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute schauen wir uns die Neuerungen des Redstone 5 Updates für Windows 10 an, und zwar mit Windows 10 Build 17686, die heute für Windows Insider im FastString ausgerollt wurde. Das Update ist natürlich noch nicht final und dürfte im Oktober 2018 erst ausgerollt werden, aber heute machen wir eine kleine Rundschau, um möglichst viele Funktionen herzuzeigen, die Microsoft mit diesem Update ausrollen wird. Es sind nicht allzu viele Neuerungen, die Microsoft da mitbringt, es sind vor allem viele Verbesserungen, nicht mehr die ganz großen Features, die man bisher mit allen Windows 10 Updates im Prinzip veröffentlicht hatte. Es geht auch Microsoft nicht mehr so sehr darum, diese Funktionen als Neuerungen für Windows 10 zu vermarkten, sondern man wird sich tatsächlich mehr darauf konzentrieren, das Betriebssystem auch tatsächlich für seine Nutzer zu verbessern. Denn Story Remix und Remix 3D und all diese Funktionen waren nicht wirklich Verbesserungen für Windows 10, denn die meisten Nutzer haben diese Features nicht wirklich genutzt. Jetzt haben wir aber ein Windows 10 Redstone 5 Update, das schon einige vielversprechende Neuerungen mit sich bringen wird. Die erste große Neuerung, die natürlich angesprochen werden muss, das sind die Windows 10 Sets, die ich in dem Fall gleich am Beispiel des Microsoft Stores unter Windows 10 vorzeigen werde. Also wenn man jetzt eine Windows 10 Universal App öffnet oder irgendein anderes Desktop-Programm, das keine bearbeitete Titelleiste hat, dann kann man hier die Windows 10 Sets oben sehen. Und in dem Fall sind das einfach Tabs für Apps. Wir haben in einem vorherigen Video auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Hier gibt es nur einen kleinen Überblick, was sich seitdem alles getan hat. Wenn ich hier auf dieses Pluszeichen gehe, dann öffnet sich eine neue Registerkarte. Und das ist im Prinzip nur ein Edge-Tab. Von hier aus kann ich dann im Prinzip einfach im Internet surfen. Das heißt, ich kann hier auf Windows Area gehen, ich kann hier verschiedene Webseiten öffnen, ich habe hier auch natürlich ein MSN Newsfeed, also wie man das auch als Nutzer von Microsoft Edge kennt. Wenn ich jetzt aber nochmal zurückgehe bzw. einen neuen Tab aufmache, dann sehe ich hier häufige Ziele, und das sind jetzt nicht mehr nur Webseiten, beispielsweise Facebook, Windows Area natürlich und die anderen Seiten, die man so gerne besucht, sondern hier habe ich auch Apps, und wenn ich hier neben dem Nachrichtenfeed auf Apps klicke, dann habe ich hier drunter direkt auch im Prinzip die App-Liste von Windows 10. Ich habe hier Skype, ich habe hier die Kamera, Karten, Office, Groove Music, alles Mögliche, was ich eben in Windows 10 installiert habe. Das ist momentan nicht allzu viel, das ist ja auch mein Testgerät im Prinzip für Windows 10 Insider Builds, aber ihr seht schon, wo das hinführt. Ich kann hier OneDrive, Fotos, Wetter, mache ich mal hier einfach die Wetter-App auf, und ihr seht, hier ist direkt die Wetter-App in einem anderen Tab geöffnet, und das ist durchaus praktisch, durchaus interessant. Ich kann hier auch zwischen den verschiedenen Tabs wechseln. Jedenfalls seht ihr hier, so verändert sich die Bedienung von Windows 10 auch nachhaltig. Microsoft will, dass wir mehr Apps verwenden. Und Microsoft will aber besonders, dass die Progressive Web Apps, die ja im Prinzip auch nur Webseiten sind, auch tatsächlich auf Windows 10 ein Zuhause haben. Und auf diese Weise will Microsoft sicherstellen, dass auch die Progressive Web Apps von den Anwendern genutzt werden. Denn wenn beispielsweise, ich sag mal, Facebook, die noch keine haben, aber irgendwann vielleicht eine Progressive Web App in den Microsoft Store stellen oder überhaupt im Internet anbieten, dann können Nutzer über die neue Tab-Seite in den Windows 10 Sets auch direkt Facebook öffnen, wie sie es auch bisher machen würden mit Microsoft Edge, falls sie Microsoft Edge verwenden, und dann auch direkt zu Facebook oder irgendeiner anderen Seite navigieren. Und wenn Sie zufällig eine App haben, dann können Sie beispielsweise hier oben Windows Area eingeben, und dann wird, wenn Sie die WindowsArea.de App installiert haben, auch diese App vorgeschlagen. Also Microsoft will auf diese Art und Weise die Bedienung von Windows 10 verändern, die Apps fördern, aber man muss auch dazu sagen, wenn man über die Windows 10 Sets spricht, dass es noch nicht ganz sicher ist, ob die mit Redstone 5 auch tatsächlich ausgerollt werden. Microsoft hat selbst gesagt, sie werden die Windows 10 Sets erst dann ausrollen, wenn sie perfekt sind, wenn sie von Nutzern und auch von Entwicklern angenommen werden, und das könnte eine Weile dauern, und so lange wird man sie eben auch in der Testphase behalten. Ich selbst finde diese Einstellung wirklich gut von Microsoft. Es ist das erste Mal, dass sich das Unternehmen auch tatsächlich Zeit nimmt, um ein Feature zu testen und es erst dann an die Nutzer ausrollt, wenn auch die ganze Welt es bemerkt hat sozusagen. Und wenn auch vor allem Microsoft Edge, das ist aktuell das größte Problem meiner Erfahrung nach mit den Sets, wenn Microsoft Edge nämlich abstürzt, was er gelegentlich mal ganz gerne macht bei mir, dann ist auch das ganze Set hin. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein wichtiges Excel-Dokument oder Word-Dokument neben Microsoft Edge in einem Set offen, dann könnt ihr die Dateien vergessen. Also manchmal hatte Word ein Backup gemacht, manchmal halt nicht, und dann hat man halt eben Pech gehabt. Und da sollte sich Microsoft auch tatsächlich Zeit lassen, bis Microsoft Edge wirklich großartig ist, bevor man die Sets auch dann ausrollt. So sehen die auf jeden Fall aus und erlauben eben die Verwendung von Apps und Programmen tatsächlich auch, wenn sie keine veränderte Titelleiste haben, und Webseiten in einem Set bzw. einfach mit Tabs.
So, das war's auch schon von den Microsoft Sets. Die spielen bei der nächsten Neuerung keine unwichtige Rolle, und zwar bei einem neuen Microsoft Windows Explorer. Der weiterhin sozusagen der alte Explorer ist eigentlich nur, der hat jetzt einerseits hier oben die Windows 10 Sets, das ist klar. Andererseits werdet ihr bemerken, ist der jetzt schwarz. Und das dunkle Design wird damit auch fast systemübergreifend angewendet. Denn wenn ihr in den Einstellungen unter Personalisierung nun das schwarze Design ausgewählt habt, dann wird das auch beim Windows Explorer unter Windows 10 angewandt. Und das ist vor allem für jene Nutzer sehr erfreulich, die das seit Jahren fordern. Besonders wenn man in der Nacht arbeitet oder häufig in der Nacht mit dem PC arbeitet, dann schont das auch besonders die Augen, wenn jetzt der Hintergrund nicht mehr weiß ist, sondern eben dunkel. Das Feature ist auch noch nicht ganz perfekt. Es gibt immer wieder mal Fehler mit dem schwarzen Design. Immerhin ist auch der Windows Explorer schon ganz viele Jahre alt und hat im Prinzip immer wieder nur Äußerlichkeiten als Update bekommen und wurde nie wirklich neu entwickelt. Wäre mal Zeit dafür, besonders jetzt in Anbetracht der Windows Universal Plattform, aber das passiert erstmal nicht. Erstmal wird er nur schwarz. Aber das ist erfreulich, nehmen wir gerne. Was allerdings neu entwickelt worden ist, das ist das Snipping-Tool für Windows 10. Das wird nämlich meines Wissens nach mit dem nächsten Update ersetzt. Es ist zwar noch in Redstone 5 drin, aber es dürfte wahrscheinlich die Entwicklung eingestellt werden und irgendwann wird es dann auch komplett entfernt. Das ist eben hier die neue App namens Bildschirmskizze. Und wenn ich da schon jetzt im Startmenü danach suche, kann ich auch direkt herzeigen, was ich hier bei der Startmenüsuche verändert habt. Ihr habt jetzt, wenn ihr zum Beispiel ein Programm sucht oder wenn ihr irgendwas in Windows 10 sucht, habt ihr jetzt hier oben einmal die Filter. Das ist einmal Web, Dokumente, E-Mails, Personen, Filter generell. Also hier könnt ihr ihr könnt hier nach Einstellungen, E-Mails, Fotos, Musik, Ordnern und so weiter, alles was im Prinzip am PC wichtig ist, könnt ihr hier direkt filtern. Als nächstes dann habt ihr auf der rechten Seite eine Vorschau dieses Programms. Hier steht dann Bildschirmskizze. Ist eine vertrauenswürdige Microsoft Store App immerhin. Und dann könnt ihr hier an den Start anheften, an die Taskleiste anheften, die App-Einstellungen abrufen, was auch durchaus praktisch ist, bewerten und eine Kritik schreiben, im Microsoft Store eben und die App dann teilen an eure Kontakte. Das ist all das, was ihr bisher mit einem Rechtsklick im Startmenü machen konntet, nur jetzt hier in der Suchvorschau drinnen. Was wir aber machen wollen, das ist auf jeden Fall öffnen. Und hier haben wir die neue Bildschirmskizzen-App für Windows 10. Die kann nicht wirklich viel mehr als das Snipping-Tool, außer dass es jetzt eben natürlich Unterstützung für Windows Ink gibt. Das ist besonders wichtig für PCs mit Touch- und Stiftunterstützung. Und wenn ich hier jetzt auswähle, einen neuen Screenshot zu machen, kann ich hier einen rechteckigen Clip machen oder einen Freie-Form-Clip oder einen Vollbild-Clip. Also je nachdem, was ich als Screenshot haben will. Ich nehme jetzt hier einfach mal dieses kleine Rechteck rund um Microsoft Edge. Hab hier den Screenshot und jetzt kann ich hier irgendetwas Wichtiges zeichnen und dann hier meinen Freunden irgendwie mitteilen, was auch immer ich hier machen will. Hier kann ich dann speichern, kopieren, teilen und habe hier noch ein Drei-Punkte-Menü mit den App-Infos. Ich kann hier das Bild dann auch mit einem anderen Programm öffnen, wenn mir das wichtig ist, oder Feedback an Microsoft senden. Also, das ist im Prinzip auch schon alles, was ich mit dieser kleinen App machen kann. Ist für viele Nutzer wahrscheinlich dann ein guter Paint-Ersatz, wenn sie mal schnell einen Screenshot erstellen und dann weiterverarbeiten wollen. So, das war es einmal zur der App. Und dann gibt es noch eine wichtige App für Windows 10, die Microsoft noch mit dieser Build nicht fertiggestellt hat, weswegen ich sie jetzt nur ganz kurz herzeigen werde. Und das ist die Your Phone App. Und dann am Ende gibt es noch ein weiteres wichtiges Feature, das euch mit Windows 10 Redstone 5 erwartet. Das ist die Your Phone App und damit will Microsoft eine bessere Verbindung zwischen eurem Android-Smartphone, vor allem eurem Android-Smartphone und eurem iPhone herstellen mit eben eurem PC. Was ihr mit dieser App beim Android-Smartphone machen könnt, ihr installiert den Microsoft Launcher, gewährt diesem verschiedene Berechtigungen und dann könnt ihr zum Beispiel Nachrichten senden von eurem PC, also sprich SMS, versenden und lesen. Ihr könnt die letzten 25 Fotos werden dann auf diese Your Phone App direkt importiert. Ihr müsst das gar nicht verbinden. Das passiert alles über das Internet, über die Cloud. Also ihr müsst euch auch da gar keine Sorgen machen. Und das dritte ist, ihr könnt dann eure Kontakte unter Windows 10 abrufen. Das ist eine kleine App, eine kleine PC- bzw. Smartphone-Companion-App für den PC. Und es erleichtert vor allem die Verbindung eines Android-Smartphones mit eurem Windows 10-Computer. Und das ist durchaus wichtig, denn Apple hat ja bereits dieses geschlossene und auch ziemlich gut funktionale Ökosystem, wo ihr Anrufe vom MacBook tätigen könnt, wenn euer iPhone damit verbunden ist. Ihr könnt SMS senden. Also generell ist die Verbindung zwischen iPhone und macOS ziemlich gut. Und Microsoft arbeitet jetzt daran, diese Verbindung für alle Nutzer herzustellen. Das heißt, nicht nur eben
für Apple-User, beziehungsweise früher, wie es mit Windows Phone war und Windows 8 eigentlich oder Windows 10, sondern auch für alle Nutzer, die ein Smartphone haben, dass die jetzt auch diese Verbindung der Ökosysteme etwas genießen können. Ebenfalls möglich in der Your Phone App wird sein, dass ihr Benachrichtigungen von eurem Smartphone auf dem PC anzeigen könnt. Und das hat auch für Microsoft natürlich einen Sinn, wenn ihr nämlich eine Snapchat-Benachrichtigung zum Beispiel am PC öffnen möchtet, dann geht das natürlich nicht und das übt dann zumindest ganz wenig Druck auf Snapchat aus, vielleicht diese App auch auf den PC zu bringen, damit die Nutzer dann diese App zum Beispiel auch auf dem PC nutzen können. Snapchat ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Snapchat ist einfach eine tatsächlich mobile App, aber ihr versteht wahrscheinlich, wo das Ziel dann am Ende hinführt. Und jetzt kommt die letzte wirklich wichtige Neuerung für Windows 10 und das ist die Cloud-Zwischenablage, die auch mit dem Redstone 5 Update tatsächlich ausgerollt werden soll und die zeige ich jetzt gleich mal her in Microsoft Edge. Ich gehe jetzt auf eine tolle Seite, beispielsweise hier windowsarea.de und schaue mir diesen Intel Tiger Rapids Artikel an, der interessiert mich natürlich sehr und den möchte ich jetzt an irgendjemanden senden. Ich habe jetzt allerdings kein WhatsApp hier am PC, ich habe auch kein Telegram am PC installiert, einfach weil es gerade eine frische Installation ist und ich auch keine Lust hatte, das bisher zu installieren und möchte das zum Beispiel am Smartphone machen. Ich gehe hier einfach auf Windows-Taste V und habe dann hier die verschiedenen, beziehungsweise einen Verlauf jener Dateien, die ich in meiner Zwischenablage hatte. Zum Beispiel ist hier auch der Screenshot von Microsoft Edge drin, den wir vorher erstellt haben mit der Bildschirmskizzen-App, sowie auch hier der Link. Microsoft plant, dass über den Microsoft Graph diese Funktion dann auch irgendwann aufs Smartphone kommen. Ich schätze mal, Ende des Jahres wird das dann auch tatsächlich der Fall sein. Und dann könnt ihr einen Link, den ihr hier auf dem Windows 10 PC kopiert habt, über die SwiftKey App unter Android und iOS, müsste dann das auch tatsächlich realisiert werden, könnt ihr dann auch diesen Link einfach kopieren. Jedenfalls könnt ihr mit dieser Cloud-Zwischenablage nicht nur unter Windows 10 einen Verlauf der bisher kopierten Links anzeigen, sondern eben auch die Zwischenablage zwischen euren Geräten auch synchronisieren. Das ist durchaus praktisch und wird auf jeden Fall für viele Smartphone-Nutzer sehr interessant sein, denn wie oft wollte man schon mal ein Bild oder eine Datei oder irgendetwas ganz schnell auf das Smartphone übertragen und hat sich dann im Endeffekt selbst eine E-Mail geschickt. Also das ist durchaus praktisch, vor allem ist aber praktisch, wenn ihr öfter mal verschiedene Links kopieren wollt. Zum Beispiel, wenn ihr immer wieder diese beiden Links jetzt vom Windows Area Instagram Profil und dann hier auch von diesem interessanten Artikel kopieren wollt, müsst ihr den Tab wechseln, oftmals auch das Programm, wenn ihr beispielsweise ein anderes Programm nutzt, also das auch das Fenster wechseln und so weiter. Und das spart ihr euch, indem ihr jetzt einfach auf Windows-Taste V drückt. Ihr klickt hier auf diese Zwischenablage, beziehungsweise dieses Item in eurer Zwischenablage und könnt es dann direkt kopieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Feature, das auch, ich glaube, sehr viele Nutzer verwenden wollen. Nur das Problem ist natürlich auch, wie sie es dann im Endeffekt erfahren. Ich sage euch jetzt direkt, ab Oktober 2018, wenn das Update, also wenn das Redstone 5 Update dann offiziell ausgerollt wird, könnt ihr auf eurem PC die Windows-Taste und dann V drücken und damit die Cloud-Zwischenablage benutzen. Es ist ein wirklich praktisches Feature, das auch ganz viele Nutzer freuen wird. Und das ist natürlich auch erfreulich, dass Microsoft solche Funktionen implementiert, um das Betriebssystem auch nachhaltig zu verbessern. Im Prinzip waren das auch schon die fünf großen Neuerungen des Windows 10 Redstone 5 Updates, die man zusammengefasst erwarten kann. Nur die Windows 10 Sets, da ist es noch nicht ganz sicher, ob das Update dann auch tatsächlich diese Funktion beinhalten wird. Ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele kleinere Verbesserungen. Beispielsweise gibt es eine Prozentanzeige für Bluetooth-Geräte in den Einstellungen. Ihr könnt in den Einstellungen dann auch, es gibt eine Trennung zwischen Region und Sprache neuerdings und ihr könnt auch bei der Region jetzt das Datumsformat einzeln einstellen, so ganz viele verschiedene Regionseinstellungen vornehmen. Die Soundeinstellungen wurden besser. Also es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass das Notepad Unterstützung für Zeilenumbrüche erhalten hat und dass ihr Startmenüordner nun auch benennen könnt. Das sind allesamt kleinere Neuerungen, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen möchte. Was wir besprochen haben, das sind die Windows 10 Sets, das dunkle Design für den Explorer, die Bildschirmskizze, Zwischenablage, also die Cloud-Zwischenablage, die verbesserte Windows-Suche und die Your Phone App, die Microsoft allerdings noch aktualisieren muss, damit wir sie auch tatsächlich mit all den Funktionen, die sie hat, dann vorzeigen können. Microsoft konzentriert sich beim Redstone 5 Update nicht mehr darauf, die ganz großen Features auszurollen, wie ihr es vielleicht auch schon bei dieser Übersicht bemerkt habt. Da fehlen die ganz großen Vorzeigefunktionen wie Remix 3D, die Timeline oder Story Remix. Microsoft verzichtet jetzt auch darauf, das hat mit der letzten Umstrukturierung zu tun, wo es auch zahlreiche Veränderungen gegeben hat im Windows-Team und vor allem wurde diese Abteilung, die diese, ich würde mal sagen, nicht ganz notwendigen Funktionen entwickelt hat, komplett aufgelöst und die Mitarbeiter
dürfen sich innerhalb Microsofts eine neue Aufgabe suchen und werden sich wahrscheinlich jetzt auch darauf konzentrieren, die bisherigen Features, die man in Windows 10 hat, auch nachhaltig zu verbessern. Also ich erwarte, dass mit den nächsten Windows 10 Updates nach Redstone 5 Windows 10 vor allem besser wird, aber die Funktionen nicht mehr ganz so spannend sind, wie sie es bisher waren. Und das ist für mich eine erfreuliche Sache, denn Microsoft wird sich jetzt nicht mehr darum konzentrieren, den Windows 10 PC wie ein Smartphone zu gestalten, was man ja bisher gemacht hat, beispielsweise mit der Fotos-App, mit Story Remix. Das sind alles Funktionen, die Nutzer vor allem am Smartphone erwarten und auch nutzen können, weil es schon zuhauf Apps gibt, die genau das tun auf dem Smartphone, beispielsweise auch die Google Fotos-App. Aber Microsoft wird sich dann darauf konzentrieren, den Windows 10 PC dort zu verbessern und diese Funktionen zu implementieren, die Nutzer auch tatsächlich jeden Tag verwenden. Der Windows 10 PC ist für viele primär ein Arbeitsgerät und dann gibt es noch die Gamer und auch da wird es wahrscheinlich ein paar Veränderungen geben, beziehungsweise Verbesserungen geben in den kommenden Updates. So, das war's auch schon von mir und vom Redstone 5, beziehungsweise vom vorläufigen Redstone 5 Changelog mit Windows 10 Build 17686. Ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.